Leute, was geht? Ich bin's wieder hier, mein Zucker 2020. Ja, ich mache jetzt noch ein Part, habe ich mir gedacht. Und jo, da sich das Spiel aufgehängt hat, habe ich nochmal neu starten müssen. Und habe den Mensch. Bleibt der jetzt immer dort hängen, oder wie? Also ich würde sagen, wir gehen jetzt beim Pressen. Na, brenz. So. Dann geben wir mal voll Stoff. Ich habe das noch immer mit der Rundumleuchte nicht eingestellt. Ist jetzt aber auch egal. Gut, der fährt hinter den Drescher. Und wir machen hier Feldarbeit. Also ich hätte hier mal angesteuert auf einen Massey Ferguson, um keine Ahnung. Glaube ich, der kostet 120.000, jo. Und der ist ziemlich cool, finde ich. Also sparen wir auf 120.000. Also ja, cheaten möchte ich mir das ganze Geld jetzt nicht gerade. Obwohl ich den Geldcheat dabei habe. Und das ist ziemlich nützlich mit dem Abfallhelfer, weil weil wir das dann nicht selbst machen müssen. Aber ich würde so sagen, dass wir, wenn wir den Massey haben, also den Massey Ferguson, würde ich sagen, dass wir den, mit dem wir jetzt fahren, lassen wir dann Drescher abtanken und den kleinen T4.75 lassen wir dann alles wegfahren.
Weil dann haben wir auch ein bisschen Einkommen und nicht nur Ausgaben. Und Einkommen ist ja immer das Schönste. Meine Stadt ist aber auch mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Da ist halt die Quaderballenpresse schon etwas besser, weil man nicht ständig aufmachen muss. Dafür kann man die Quaderballen nicht wickeln. Aber ich würde sagen, wir verkaufen die Ballen lieber, als dass wir sie unseren Kühen geben. Mensch, der Part wird schon wieder 12 Minuten lang. Ist egal. Ich nehme eben ein bisschen auf und... Mit den Ballen kann man schon, glaube ich, wenigstens ein bisschen was profitieren. Ach so, der steht schon dort, okay. Jetzt habe ich ständig den Autopiloten hier gesucht. Dann müsste der ja bald abfahren, der kleine New Holland. So. Leute, ich möchte kurz ein paar Werte zu Kommentaren sagen. Manche haben geschrieben voll scheiße, oder einer hat geschrieben voll scheiße. Leute, schreibt das nicht einfach nur, schreibt eine Begründung. Ich weiß ja nicht, dann was ich verbessern kann. Und wenn euch das Thema nicht gefällt, dann seht es euch nicht an, Leute. Jo. Ich meine, ich klicke ja auch nicht auf ein Video drauf, was mich nicht interessiert.
So. Naja, wenn der dann nicht bald wegfährt, dann wollen wir mal dann den Beinhänger holen. So. Aber ich würde sagen, wir stellen hier die Ballenpresse hier ab. Wir brauchen aber auch einen größeren Grubber, weil, sehen wir mal, wir haben jetzt diesen Grubber. Und diese Seemaschine, das kann nicht gut gehen. Wir brauchen, okay. Wir brauchen, glaube ich, den. Und als Seemaschine die. Weil sonst wird das nix. Aber da müssen wir einfach einen Kredit aufnehmen. Oder wir verkaufen unsere Futtersachen. Das geht natürlich auch. Weil ich glaube, die Kühe sterben ja nicht und... Wir haben ja überall Gras auf der Wiese. So, ich glaube, wir hätten uns doch den Ballensammelwagen gönnen sollen. Nee, das ist einfach... Das dauert zu lange. Da haben wir sonst kein Geld mehr. Da verkaufen wir das, dann die Ballenpresse nicht. Dann brauchen wir das, brauchen wir auch nicht. Ups. So, den brauchen wir auch nicht. Ich weiß, ich habe im ersten Part gesagt, dass wir das nicht verkaufen, aber es geht nicht anders. So. Ballensammelwagen. Kaufen, perfekt. So. Ups.